Schluss jetzt. Lass ihn Ruhe. Dann bekommt sie für ihr digitales Herbarium einen 6. Wegen meiner Einzelheit wohl gesichert sein dürfte. Machst du noch ein Foto mit mir und dem Baum? Oh, natürlich. Der ganze Baum muss drauf, okay? Okay. So? Ich hab geblinzelt, du musst noch ein Bild machen. Gut, gut. Das muss jetzt aber passen. Ja, perfekt. Okay, bist du dann jetzt fertig oder müssen wir noch weiter? Ich sollte mich wirklich mal wieder in der Firma melden. Also, ich bin mein Tablet fertig. Okay. Hanna, wir machen für dich auch noch schnell ein Foto und dann ab nach Hause. Die Fotos, die du machst, will doch keiner sehen. Gibst du mir bitte dein Handy? Gretchen, soll ich doch ihre schicken? Ich pose hier noch nicht vor einem Baum. Was sollen meine Follower denken? Mein Foto würde dir eh nichts bringen. Bei unserer Lehrerin ist nur werden Glück, wenn du in der Baum drauf seid. Das hat sie 10-mal gesagt. Hanna, ich finde es jetzt sehr nett von dir, wenn du mal kurz nicht anstrengend bist, wie das Foto machen und dann nach Hause gehen können. Ja? Du weißt, dass ich noch eine Videokonferenz habe und wir noch den ganzen Weg heimgehen müssen. Okay. Dankeschön. Mama, du machst das völlig falsch. Gib her. Oh, jetzt beeilt euch doch mal. Hey, meine Lieben, ich bin's wieder, eure Hanna. Wie ihr seht, bin ich in irgendeinem Kackwald am Arsch der Welt. Was unsere Lehrerin möchte, dass wir ein digitales Herbarium machen, weil die Bäume ja bald alle weg sind und so. Jetzt mach endlich dein Foto, damit wir gehen können. Jetzt schieb keinen Stress, Mama. Hanna, geht grad auf. Hanna, bitte. Boah, Leute, ich sag's euch, geht niemals mit eurer Mutter in den Wald. Jetzt lass es mal in Ruhe. Was nimmst du mich jetzt auch noch? Gretchen soll mich in Ruhe lassen. Wir können ja auch schon mal sein. Leise, Kinder, das ist bestimmt das Büro. Warum sind wir nicht gefahren, wie normale Leute? Weil ein Liter Benzin gerade 2,50 Euro kostet, weil die Leute nicht friedlich miteinander umgehen können und euer Vater den Unterhalt für diesen Monat mal wieder nicht gezahlt hat. Und jetzt seid leise, das Büro ist dran. Hallo, Herr Dr. Ludwig. Nein, die Präsentation für die Maya GmbH ist noch nicht fertig. Da arbeite ich gerade dran. Ja, bis 16.30 Uhr sollte es fertig sein. Wo? Mai ist ja heute der Sperr. Er hat schon aufgelegt, oder? Mama, sieht mein Buch. Das ist egal, weil er aufgelegt hat und das heißt, dass wir jetzt sofort los müssen. Komm, schnell hier rein. Es ist doch schon halb zwei, bis wir daheim sind, ist das drei. Ich war ja längst fertig. Was ist jetzt mit meinem Foto mit dem Baum? Ihr Chef hat wieder ganz schön rumgeschrien, weil sie nicht rechtzeitig fertig geworden ist.
Ich hab's sogar durchs Telefon durchgehört. Meinst du, sie wird gefeuert? Kann schon sein. Dir mach ich Blatt auf Instagram. Nein, red nicht so ein Zeug. Das hilft Mama auch nicht weiter. Hast du eine bessere Idee? Naja, wir können ihr ja mal was Gutes tun. Zum Beispiel? Naja, wir können ihr ein Wochenende im Thermalbad schenken. Klingt ganz schön teuer. Oder eben ein Abendessen in ihrem Lieblingsrestaurant. Mama war doch schon ewig nicht mehr aus. Du kannst doch einfach mal normal sein. Ich bringe dir gute Vorschläge und du machst die ganze Zeit nur rum. Und du könntest auch mal nicht immer nur so eine Besserwisserin sein. Stell dich, muss alles so laufen, wie du willst, weil du ja so klug bist und nie einen Fehler machst. Ich mache auch nie einen Fehler im Gegensatz zu dir. Und jetzt auf deinen Müll auf mich zu schmeißen. Ja, ich bin ja auch die blöde Hanna, die nie was bockt und nie Bock auf irgendwas hat. Aber weißt du was? Ich habe schon 2530 Follower. Noch ein paar mehr und ich muss nicht mehr zur Schule gehen und irgend so blödes Zeug lernen. Weil dann werde ich nämlich Influencerin und verdiene einen Haufen Kohle. Ich dann nämlich Influencerin werde und einen Haufen Kohle verdiene. Du? Nein. Du sitzt dann in irgendeinem Labor oder einer Uni und ärgerst dich, dass dein Gehalt nicht ausreicht. Gretchen? Was ist denn? Weißt du, wo wir sind? Na, im Wald. Ja, wow. Aber wo genau? Und wo geht's jetzt nach Hause? Ich glaube, da? So du glaubst. Vielleicht geht's noch viel tiefer in den Wald. Wir sind so doof. Hiermit finden wir doch sicher wieder nach Hause. Wofür gibt's Google Maps? Kein Empfang. Na toll. Wir haben uns verlaufen. Mama macht sich bestimmt schon Sorgen. Dabei wollten wir doch, dass sie sich endlich mal entspannt. Das haben wir ja super hingekriegt. Ganz schön still hier. Fast ein bisschen unheimlich. Wir müssen wahrscheinlich ziemlich weit von der nächsten Stadt entfernt sein. Wenn es hier nicht mal Internet gibt. Meinst du, hier leben wilde Tiere? Nein, nur Hexen und Riesen. Blödsinn. Doch, doch, man liest es immer wieder, dass hier mal eine Hexe wohnt, die Menschen ist. Wirklich? Aber nur so welche, die ganze Zeit Süßigkeiten essen und den Boden mit ihren Plastikverpackungen verschmutzen. Aber ja! Hä? Jetzt weiß ich, wie wir wieder nach Hause kommen. Und wie? Du hast den Weg doch selbst markiert. Ich? Wir müssen nur den Plastikverpackungen folgen. Ja! Komm, das habe ich ganz schön clever gemacht. Gibst du, dass ich das ganz gut gemacht habe? Du hast völlig unnötigerweise den ganzen Waldboden mit Plastik verschmutzt. Aber ja, so finden wir nach Hause. Wir werden es aber alles wieder aufsammeln und ordnungsgerecht entsorgen. Ja, ja. Dein Müll kannst du selber machen. Du, nochmal wegen der Hexe, die Menschen ist. Kocht sie die erste oder war das gar nicht ernst gemeint? Können wir nicht einfach schweigend zurückgehen? Ich meine ja nur, Menschen kann man doch nicht essen. Lieber eine Brezel. Oder Jufka. Oder? Thank you.
unseren Kurzurlaub. Es ist eine sehr, sehr schöne Idee von euch gewesen. Ja, war auch meine Idee. Warum sind wir nicht in den Europapark gegangen? Eigentlich wollten wir dir ein Spa-Wochenende in Baden-Baden schenken. Aber das hat unser Budget leider gesprengt. Also eine Wanderung und Zelten im Wald ist doch auch schön. Könntest du uns ja mal mehr Taschengeld geben? Jetzt lass mal meine Ruhe! Kinder, bitte nicht wieder anstrengend sein. Aber sieh mal, hier ist ja nicht mal Handyempfang. Studien zufolge macht zu viel Bildschirmzeit dumm. Das gilt auch für dich, Gretchen, nicht mehr? Aber sie nervt doch die ganze Zeit. Tu ich gar nicht. Tust du wohl. Dafür bin ich kein Stillkopf. Mama! Ich fände es jetzt super, wenn ihr anstatt zu streiten mal weitergehen würdet. Es wird nämlich bald dunkel. Kommt. Wie lange müssen wir noch laufen, bis wir endlich unser Zelt aufschlagen? Nicht mehr weit. Hanna, kommst du? Nein. Komm, ihr doch. Nein. Wo denkst du denn, ohne uns hinzugehen? Heim, ins Hotel, irgendwohin, wo es Internet gibt. Hier gibt's nur Bäume und Riesen und Hexen. Ach, Unsinn. Wahrscheinlich tut's dir auch mal gut, ohne Internet zu sein. Boah, was ist denn wieder dein Problem? Könnt ihr einfach mal still sein, bitte? Nein. Wir sind hier. Ja. Hey, Kinder, bitte. Wir sind hier, um uns zu entspannen. Können wir das also bitte mal machen? Ihr kommt jetzt mal weit her und wir atmen ein paar Mal tief ein und aus, okay? Tief ein und aus. Und ein. Und wir entspannen. Hallo? Machen Sie Ihre Präsentation gefälligst selbst. Ich habe Urlaub! Dem hast du es aber gegeben. Sehr gut, Mama. Ich habe gerade meinen Job verloren, weil ihr mich auf 180 gebracht habt. Und ihr feiert das auch noch. Wir dachten ja nur, weil du immer so gestresst bist. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt darüber und schaue, ob da eine Richtung ist, auf der wir unsere Zelte aufschlagen können. Ihr bleibt so lange hier und sucht nach etwas trockenem Holz für ein Lagerfeuer. Ja? Aber Mama, weißt du, dass man im Wald gar kein Feuer machen darf? Was interessiert mich das? Es ist auf einmal, ich hab noch alles nur noch. Was ist passiert?
da die Hexe. Was? Die, von der du letztes Mal erzählt hast. Welche Hexe? Die Menschen ist. Ach so, das habe ich nur erzählt, damit du Angst hast. Jetzt habe ich richtig Atmung. Ich auch. Hanna, was machst du? Ich gehe zum Haus und frage, ob wir was zu essen haben können oder mal schnell telefonieren können. Ein Telefon wird es da ja wohl geben, oder? Lass das, bleib hier! Boah, krass! Schau mal! Süßigkeiten! Was machst du, wenn deine Wohnung rauskommt? Wer seine Süßigkeiten so offensichtlich draußen aufhängt, der will auch, dass die gegessen werden. Ja eben! Das ist bestimmt eine Falle! Ach, was du immer hast! Komm, das ist voll lecker! Probier auch mal! Na gut, aber nur ein bisschen. Und wenn jemand kommt, dann rennen wir sofort weg. Ja, jetzt ist. Boah, ist ja echt voll lecker. Sag ich doch. Jetzt ist und entspann dich einfach mal. Und wenn jemand kommt, dann rennen wir einfach hinter den Busch da, okay? Ja. Und wenn der Bewohner nach uns sucht, dann tun wir so, als wären wir wilde Tiere. Und dann denkt er, dass er verrückt geworden ist. Ich habe eine viel bessere Idee. Wir tun es, als wären wir Fenster und jagen ihm einen Schrecken ein. Das machen wir! Juhu! Ich bin ein Nachtgespenst! Knusper, knusper, knusper. Wer knuspert an mein Häuschen? Der Wind, das himmlische Kind. So. Das himmlische Kind also. Du wirst aber schon, dass es bis Weihnachten noch einige Monate hin sind, ja? Also bitte, wer vergreift sich an meinen Süßigkeiten? Thank you.
sein. Komm, das wär's. Nicht mal waschen muss man das Zeug.
Typ von der Baurechtsbehörde, der mir sagt, dass mein Gebäude außen im Außenbereich total illegal eingerichtet ist. Ich weiß, wenn ich die Gäste höre von euch beiden. Komm, Hannah, bring mir einen Arbeit.
kleine Hände, der ist doch riesig. Ne, ich wollte sagen, wir müssen jetzt nicht. Okay, ich frag später nochmal. Thank you.
Millionen verdient. Ach, was sag ich? Millionen! Ich dachte, du arbeitest für einen Pharmakonzern. Ja, das tue ich auch. Aber das ist mein eigenes. Davon weiß meine Firma nichts und ich werde es selbst vermarkten. Und du bist wieder dabei. Oh ja, gerne. Und wie genau? Das ist sogar das Allerwichtigste. Sozusagen meine Geheimingredienz. Oh ja, super. Ich brauche ganz schnell einen Lappen. Warum? Da ist irgendwas Ekliges, Schleimiges. Das sollte besser nicht in den Tank. Liegt es? Ja. Immer ist irgendwas. Hier halt mal. Ich hol dir einen neuen Lappen. Was denn? Sie meint das wirklich? Hä? Das mit der geheimen Zutat. Was? Du bist die geheime Zutat. Weil ich ihr beim Vermarkten helfen soll. Nein, ich habe es selbst gelesen. Schau doch nach. Was du immer hast. Aber beeile dich. Pürierte Sellerie, geschnitzelte Karotten, granulierte Hoffnung, getrocknete Krokodilstränen, Regen oder vergorener Kohl und ein Menschenkind. Oh shit! Ganz schnell von mir verschwinden! An der kommen wir noch nie vorbei! Ich glaube, ich habe eine Idee. So, hier, fangen wir mit uns gehen. Und wir beide legen los, ja? Wollen wir nicht noch warten? Worauf? Ich bekomme es nicht weg. Dann hol mir mein Fester. Ich wisch schon so fest, ich kann. Das war doch nicht alles. Gib alles. Es geht wirklich nicht. Ich brauche Putzmittel. Putzmittel? Damit der Topf ewig nicht zu gebrauchen ist. Nein, raus, ich mach das selber. Vergessen. Was denn? Wo ist der Schlüssel? Also, wo ist der ganze Zeug? Ganz offen. Wo? Ich weiß nicht. Das ist doch gar nichts. Was soll das denn? Hey! Wolltest du mich wirklich in den Rad mischen? So, das ist fett gewesen, was? Ja. Was passiert wohl, wenn man da drauf drückt? Hey, das ist gefährlich. Automix. Cool, drück mal, ich mach ein Video für YouTube. Vieles gesagt, vieles gemacht, vieles erlebt.